Wenn ihr es heute nicht macht, wird es euren Kindern und Enkelkindern doppelt, dreifach teurer. Das finde ich schon eine sehr, sehr lohnende Aufgabe. Bei der nächsten Grünphase geht's los. Das Problem ist, dass die Umwelt ja nicht fragt, ob wir Hoch- oder Tiefkonjunktur haben. Das Ozonloch fragt nicht danach, ob es gerade passt, dass wir die FCKWs aus dem Verkehr ziehen. Das heißt also, wir müssen an vielen Stellen handeln. Und das Spannende ist, oft handeln wir gegen riesige Widerstände und merken erst 2, 3, 5 Jahre später, dass es sich eigentlich viel mehr gelohnt hat und dass die Risiken gar nicht so groß waren, wie man gedacht hat. Bei der nächsten Grünphase geht's los. Eben gerade nicht.